Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Endlich, meine Erfindung ist komplett. Jetzt fehlt nur noch ein erfolgreicher Abschlusstest, Azrael. Ja, meine kleine Maus, bald ist es soweit. Nur keine Sorge. Zuerst das Violett. Aha, soweit, so gut. Jetzt kommt das Grün. Ausgezeichnet, hervorragend. Und jetzt noch einen kleinen Tropfen Blau. Und ich bin der reichste Mann der Welt. Komm schon, Maus, sitz nicht so da. Los, mach schon! Ja! 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 Weißt du denn, was das bedeutet, Azrael? Weißt du, was das bedeutet? Ich bin reich, reich, hörst du mich? Ich brauche genau 6 Schlümpfe, um Gold zu machen. Das heißt, fangen muss ich nur einen und der kommt in meine Vervielfältigungsmaschine. Also manchmal bin ich super schlau. Schlumpf mir einen Kuchen so schnell er kann. Wollen wir nicht irgendein Spiel spielen? Ich hasse irgendein Spiel. Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Idee, Schlumpfine. Papa Schlumpf sagt auch immer, Spiele zu spielen ist bewusstseinserweiternd und trainiert das Schlumpfhirn. Oh, ich hasse trainieren. Ich schlage ein sehr intelligentes Spiel vor. Bindet den Schwanz an den Schlumpf. Nur das nicht. Viel zu stumpfsinnig. Da bin ich immer der Verlierer. Wie wär's denn mit Schnapp die Schlumpfbären? Mir ist gerade ein schlumpfiges Spiel wieder eingefallen. Was haltet ihr von Versteckschlumpfen? Ja! Schlaube ist dran. Immer soll ich anfangen. Lustige Schlumpf fangen, ich bin dran. Such die Schlumpfbären, ich bin dran. Versteckschlumpfen, natürlich bin ich dran. Ich muss auf diesem Gebiet ganz außerordentlich talentiert sein. Schlumpf 1000, Schlumpf 2000, Schlumpf 3000, Schlumpf 4000, Schlumpf 5000, Schlumpf 6000, Schlumpf 7000. Ich hoffe nur, dass er mich bis zum Schlafen gehen nicht fliegt. 9000, Schlumpf 10000. Oh, feier, feier, ich finde einfach kein Versteck. Eckstein, alles muss versteckt sein. Oh, danke, Hefti. Die habe ich schnell gefunden. Da ich keine Ahnung habe, wo ich mich genau befinde, denke ich, ich sollte vielleicht besser davon ausgehen, dass ich mich verlaufen habe. Du hast dich nicht verlaufen. Du bist an der richtigen Stelle. Keine Sorge, meine kleine blaue Goldmine. Nach meiner Spezialbehandlung wirst du genauso gut sein wie immer. 6-mal so gut. Was du jetzt zu sehen bekommst, ist höchste Zauberei. Zuerst das Violett. Als nächstes kommt das Grün. Und gleich, mein bibbernder kleiner Freund, in 1 oder höchstens 2 Sekunden werde ich endlich in der Lage sein, wertloses, billiges Metall in Gold zu verwandeln. Verstehst du? Gold! Gold! Oh, Gargamel, du redest einen Blödsinn. Jedermann weiß doch, dass man genau 6 Schlümpfe braucht, um Gold herzustellen. Ganz recht, du Naseweiß. Und dank meiner kleinen Erfindung sitzen in wenigen Momenten 6 Schlümpfe auf diesem Platz. 6? Das ist absolut unmöglich. Wenn ich eins sicher weiß, dann ist es, dass das nicht zu schaffen ist. Bis eben dachte ich das jedenfalls. Papa Schlumpf! Was ist denn nun wieder Schlimmes passiert? Oh, Papa Schlumpf, wir machen uns große Sorgen. Schlaubi ist spurlos verschwunden. Ja, vielleicht hat er sich verlaufen. Oder ist verletzt. Ganz ruhig, meine kleinen Schlümpfe. Ich bin sicher, eure Sorgen sind überflüssig. Bestimmt sucht er immer noch nach euch. Nein, Papa Schlumpf, wir haben uns so lange verschwunden.
versteckt. Sogar Schlaubi hätte uns leicht finden können. Wenn das so ist, dann müssen wir ihn sofort suchen. Oh, ich brate ein Paar, ich toast ein Paar, der Rest ist mit Heuer und Holz. Ich leg sie ein Paar in Wein und den Rest mach ich zu Gold. Hey! Also, wir sollten besser versuchen zu fliehen. Papa Schlumpf sagt ja immer. Ich weiß, was Papa Schlumpf immer sagt. Ich weiß es besser als du. Ruhe! Ruhe, ihr kleinen Monster, oder ich erlaube Asael, 5 von euch aufzufressen und dann mache ich mir einfach 5 neue. Also, wo war ich gerade? Ah, ja, ja, ein wenig von den Trollfußnägeln, ein Hauch vor verdorrter Fledermausmilch, eine Prise geriebener Einhornhuf. Na, dann wollen wir mal sehen. Und wie viel brauchen wir von dieser Seeschlangenschleimflüssigkeit? Eine Kanne voll. Eine Kanne voll. Eine ganze Kanne voll? Eine ganze Kanne? Ihr verdammten, verfluchten, blauen Großmäuler, seht doch, was ihr verbrochen habt. Das Rezept sagt nur einen Fingerhut voll. Jetzt muss ich neuen Seeschlangenschleim besorgen. Wir wollten nur versuchen zu helfen. Also ich nicht. Ich auch nicht. Ruhe, ihr Gartenzwerge. Asrael, behalte die Schlümpfe gut im Auge. Ich warne dich, wenn du auch nur einen von ihnen berührst, mache ich aus dir eine Bettwurst. Ich würde vorschlagen, wir biegen die Gitterstäbe auseinander. Nein, ich behaupte, unsere Lage verlangt eine wissenschaftliche Lösung. Wie sagt Handy Schlumpf stets so treffend? Mit klarem Geist und richtigem Werkzeug ist ein Schlumpf nicht unmöglich. Jetzt aber nicht direkt. Da entlang, nein, dort entlang. Schlaubi, wo bist du? Schlaubi! Also langsam mache auch ich mir wegen Schlaubi schreckliche Sorgen. Hier ist der Papa Schlumpf. Und wir haben uns große Sorgen gemacht. Wo bist du gewesen? Oh, Papa Schlumpf, sieh mal, Schlaubi. Wunderbar. Was geht hier eigentlich vor? Papa Schlumpf, hier ist er. Meine Güte. Also Gargamel ist wütend weggegangen, um mir Seeschlangenschleim zu besorgen? Ja, Papa Schlumpf. Das war wirklich schlumpfiges Glück für euch, dass ihr in dem Moment entkommen konntet. Mal nachsehen, was mein Buch sagt zu dieser komplizierten Situation. Und jetzt verteilt euch im Dorf. Jeder von euch wohnt bei einem anderen Schlumpf und ich löse inzwischen dieses Schlumpfiplikationsproblem. Handy, ich glaube, das machst du falsch. Hefty, du machst wieder mal alles völlig verkehrt. Weißt du, lieber Toulouse, ich würde das anders gestalten. Ich könnte die Torte viel hübscher garnieren. Vergiss nicht, ich bin ein Experte. Ich sage dir, du solltest diesen ausgezeichneten Rat annehmen. Wie Papa Schlumpf immer sagt. Wir verstehen ja, dass wir alle gut haben. Also, ich habe in allen meinen Büchern nachgesehen, doch ich finde für das Problem der 6 Schlaubis keine Lösung. Ich weiß, wie es euch geht. Es sind einfach zu viele Schlaubis hier. Ich hasse zu viele Schlaubis. Unsere letzte Chance ist, Gargamel einen Besuch abzustatten. Da die Schlumpfiplikationsmaschine dort ist, muss ich sie wohl dort studieren. Und die 6 Schlaubis, die kommen mit. Hurra! Also los, wir brechen auf. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Oh Mann, diese furchtbaren kleinen Schlümpfe. Ich werde so leicht seekrank hier draußen. Ah, was für ein glücklicher Zufall. Was für ein Glück. Allerdings ist dort, wo sich Seeschlangenschleim befindet, meistens auch eine Seeschlange im Wasser. Hilfe, geh weg, geh weg. Ich muss zuerst Gargamels Zutatenliste lesen, um ein Gegenmittel zu finden. Das dürfte nicht zu schwer. Gargamel ist ja wirklich ein ganz schön schlampiger Kerl. Ich bin nicht sicher, ob ich die ganze Formel entziffern kann. Nein, es gibt keine weiteren Zutaten. Das Einzige, was wir tun müssen, um den Prozess umzukehren, ist, sämtliche Zutaten mit 6 zu multiplizieren und den Lauf der Maschine einfach umzudrehen. Manchmal ist die einfachste Lösung das Beste. Wir sind soweit, Papa Schlumpf. Sag einfach los, wann immer du willst. Einen Augenblick, meine Schlaubis. Möglicherweise ist da ein kleiner Haken bei meinem Plan. Das Rückwärtslaufen der Maschine könnte sie dazu veranlassen, zu explodieren. Oh! Das aber kann nur dann passieren, wenn zu viel Drachenatem beigefügt wurde. Kein Grund, sich zu fürchten. Das wusste ich schon die ganze Zeit. Ich auch. Ich? Still jetzt, Schlaubis. Ich nehme die Maschine in Betrieb. Wäre es nicht besser, wenn wir dabei helfen, Papa Schlumpf? Nein, Schlaubi, das braucht ihr nicht. Ich habe eine bessere Idee. Macht euch fertig! Ja, ja, ja! Schade, wir fangen gerade an zu mögen. Ja!
funktioniert. Natürlich! Ich wusste, dass es funktioniert. Ah, Schlaubi Schlumpf, wie schön, dich wieder als Einzelstück betrachten zu können. Ich toast ein paar, ich mag ein paar, der Rest ist mit Heu und Gold. Ich lick sie ein paar in Wein und den Rest mach ich zu Gold. Hey, ich hab ihn, Azrael, wunderbaren Seeschlangenschleim, er ist der Papa Schlumpf? Ah, wie schön, dass du uns besuchst, Papa Schlumpf. Jetzt kann ich mir 12 Schlümpfe herstellen und ich kriege dadurch doppelt so viel Gold. Nein, nein, das war ja nicht. Nein! Azrael, was hast du wieder angestellt, du verblödete, schwachsinnige Persiflage einer Katze? Die Schlümpfe sind entkommen. Ich könnte mir in den Hintern beißen. Wieso eigentlich, wenn ich etwas intensiver nachdenke? Mit 6 bösen Gargamels wie mir ist es leichter, Schlümpfe zu fangen. Das Gute ist, dass jeder nur einen fangen müsste. Wieso mache ich nicht 100 aus mir oder 1000? Ja, das ist gut. Stellt euch das vor, eine Welt von mir. Ja! Was das für eine Welt werden mag. Wenn du nicht wieder alles versaust. Ich versau nie was. Du hast doch bisher alles versaut. Aber das wird sich jetzt grundlegend ändern. Du musst mit dem Drachenatem vorsichtig umgehen. Das weiß ich, du Klugscheißer. Was denkst du, wer das erfunden hat? Aber die Menge muss exakt stimmen. Ein Löffelchen, genau. Oh nein. Ich schwöre, ich werde mich nie wieder mit Vervielfältigungen einlassen. Eine Explosion wie diese reicht völlig. Oh nein! Und ich sagte auch schon zu Papa Schlumpf, dass alle Schlümpfe aus dieser Geschichte eine Menge lernen können. Ja, Schlaubi. Durch die Konfrontation mit mehreren Schlaubis musst du sehr viel über dich selbst gelernt haben. Oh ja, in der Tat, Papa Schlumpf. Die Geschichte hat mich gelehrt, dass ein Schlaubi-Schlumpf auf der Welt zu wenig ist. Es wäre besser, wenn es noch wesentlich mehr Schlaubis... Ah, endlich wieder allein.